Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir einen ganz schnellen Hähnchen-Champignon-Feta-Auflauf. Ohne großen Schnickschnack, ganz eine schnelle Nummer, aber eine richtig leckere Nummer. Und wie das geht, das zeige ich euch. Da hinten, da unten bei mir, in der Küche. Für unsere schnelle, überbackene Hähnchenpfanne mit Champignons und Feta-Käse brauchen wir Champignons. Ich habe hier braune Champignons genommen, 250 Gramm und relativ grob geschnitten. 400 Gramm Hähnchenfleisch, auch schon in kleine Streifen geschnitten. Eine Zwiebel, einfach nur gewürfelt. Zwei Zehen Knoblauch, auch nur ganz klein fein gehackt. Wir brauchen 200 Gramm Feta-Käse. Wir brauchen Schlagsahne, Salz, Pfeffer und wer hat ein bisschen Turbo-Taste, ne? Natürlicher Geschmacksverstärker, mega. Das war's auch schon. Ab geht's an die Pfanne. Meine Pfanne, Stufe 5 von 6, weil wir jetzt das Hähnchenfleisch ganz schnell scharf anbraten wollen. Und dafür verteilen wir das eben kurz, zack, auch komplett, rein damit und anbraten. Das muss jetzt gar nicht komplett durchgebraten werden, sondern nur eben ein bisschen Farbe kriegen hier und da, weil es nachher ja noch überbacken wird mit allem anderen. Und da kann ich dann auch durchziehen. Also ganz schnell ein bisschen Farbe geben. Was wir auf jeden Fall schon machen, ist kräftig salzen. Und auch ein ganz bisschen Pfeffer kann schon rein. So. Und dann nochmal ein bisschen bewegen in der Pfanne. Das Hähnchen war jetzt 5 Minuten insgesamt in der Pfanne. Es kommt ja noch mal in den Ofen, deswegen keine Sorge, hole ich jetzt erstmal komplett raus. Die Pfanne bleibt aber auf dem Herd. So, letzter Schlag hier, perfekt. Und jetzt nutzen wir die Pfanne auch gleich weiter und unsere Zwiebeln rein. Und die schwitzen wir erstmal schön an. So. Auch hier brauche ich, wie gesagt, kein Öl, keine Butter, kein gar nichts. Die Pilze, die gleich kommen, die geben sowieso noch genug Flüssigkeit ab. Natürlich keine antihaftbeschichtete Pfanne. Antihaft beschichtet, dann nehmt ihr ein bisschen Butter oder ein bisschen Öl. So, Zeit für die Champignons. Die Zwiebeln waren jetzt etwa 2 Minuten drin. Jetzt kommen die Pilze rein und jetzt erstmal ein bisschen warten. Oh, da waren noch welche. So, jetzt aber. Und die Pfanne stelle ich übrigens jetzt runter auf Stufe 4. Und einen Deckel mache ich noch drauf. Zwischenzeitlich natürlich auch das hier mal ein bisschen bewegen, damit die Zwiebeln unten nicht anbrennen bzw. zu schwarz werden. So, komm. Und dann wieder Deckel drauf. Die Pilze brauchen so ihre insgesamt 5 Minuten. Nach 2 Minuten haben sich die Pilze schon, ja, ich hätte jetzt fast gedacht, deutlich zurückgezogen. Jetzt kommt unser Knoblauch dazu. Der würde uns das nicht verbrennen, wenn er zu früh reinkommt. Und dann die Pilze noch etwa 2 Minuten braten. So, 5 Minuten. Jetzt hochquallen. Salzen wir das Ganze schön. Pfeffern das Ganze nochmal. Da kommt der Pfeffer. Und jetzt die Turbo-Taste dazu. Kräftig im Geschmack verstärken.
Und jetzt mit Sahne ablöschen. Und ganz kurz aufkochen lassen. Die Sahne kocht so richtig schön auf, seit einer Minute etwa. Jetzt kommt auch schon das Hähnchen zurück. Das gibt auch nochmal Geschmack an unsere Sahnesoße hier. Das Ganze verteilen wir noch eben hier rein. Und jetzt nochmal eine gute, ich hätte gesagt Minute, besser zwei aufköcheln lassen. So. Seht ihr überhaupt was? Ja, es qualmt hier so, es dampft. Jetzt wird es Zeit, das Ganze in eine Auflaufform zu geben. Die habe ich schon mal vorbereitet hier. Also das Ganze rein damit. So. Perfekt. Und das ist hier meine Auflaufform. Jetzt verteile ich das strategisch noch ein bisschen. So. Und jetzt brüsel ich aus der Hand einfach den Feta-Käse da drauf. Einfach rausnehmen und schön reinbröseln. So. Wie viel? Den ganzen. Ja, schön bedeckt. Und das geht jetzt in den Ofen. 180 Grad, etwa 6 bis 8 Minuten, so lange wie der Käse halt braucht zum Schmelzen. Auf! Rein zu warten. Und nach bei mir jetzt 8 Minuten raus damit. Da ist er. Mein Hähnchen-Champignon Feta-Auflauf. Und da kommt jetzt zum Schluss noch ein ganz bisschen Oregano drüber. Perfekt. Hier nochmal vom so halbnahen, ne? Geil angeschmolzener Feta-Käse mit Hähnchen, Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Sahne, Käse, Käse. Freue ich mich drauf. Da ist er. Mein Auflauf. So. Den stelle ich gleich auf den Tisch und dafür will ich nicht ganz auseinanderruppen. Deswegen probiere ich jetzt mit dem Löffel raus. Und dafür alles hier auf einem Löffel qualmend, was im Napf drin ist. Mahlzeit. Oh, Champignons, der cremige Käse, Hähnchen. Müsst ihr nachmachen. Tschau, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Champignon Feta Auflauf. Ganz easy zu machen und perfekt so wie für heute Abend. Ne? Habe ich mich vor. Schön Fußball mit meinem großen nochmal. Hol jetzt das ehrliche Essen für deine Küche. 6 geile Gewürze im praktischen Streuer oder als günstige Probierpakete. Jetzt bei Amazon und Royal Spice. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.